Sehr geehrter Herr Rammelsloh, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Vater, Herr Nagelbauer, vor circa 2 Wochen verstorben ist. Unser aufrichtiges Beileid. Sie wurden von ihm als alleinigen Erben im Testament berücksichtigt. Ihr Erbe besteht aus einem landwirtschaftlichen Hof, Nagelbauer, Bergmorstraße 15, AT 5721, Weichen. In dem Bestand befinden sich mehrere Geräte, mehrere Traktoren, 20 Milchkühe, die zurzeit durch den Angestellten Herr Meier versorgt werden. Zu den Ländereien gehören eine angrenzende Wiese um den Hof und mehrere Felder im Dorf Weichen, Feld 34, 37, 39, 49, 58 und ein kleines Forstgebiet. Die Felder wurden zuletzt von seinem Mitarbeiter und von ihm noch betrieben. Ich hoffe, wir können baldmöglichst einen Termin vereinbaren. Bitte melden Sie sich bei dem Nachlassgericht in Zell am See, MFG, Herr Obermeister. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Karte Weichen 2020. Ja, ihr habt es gehört, wir haben einen kleinen Hof geerbt, den Hof Nagelbauer. Das soll ja irgendwie so ein Biohof sein. Und ja, ich habe mich schon mal aufgemacht in das Dorf Weichen mit meinem kleinen Moped hier, weil ich dachte mir, komm, ich mache mal eine Sonntagstour und gucke mir das Ganze mal an hier auf der Karte. Und ja, ich bin jetzt erstmal hier zu der Kirche gefahren. Ja, dort ist ja mein Vater beerdigt worden, hier in dieser Kirche, in dieser kleinen schönen Kirche in Weichen, auf diesem, ja, etwas merkwürdigen Friedhof, aber gut. Ja, hier ist sein Grab, das mit dem Holz, da kommt noch irgendwann später ein schöner Grabstein hin. Aber ja, das so in etwa ist sein Grab. Er ist leider verstorben, an einem Herzinfarkt ist er verstorben. Und ja, hat sozusagen mir den ganzen Hof hinterlassen mit einem Mitarbeiter, dem Herrn Meier, der sich ja Gott sei Dank jetzt um die Kühe kümmert. Und ja, weil sonst wäre das ja auch irgendwie scheiße geworden und die wären verhungert. Ja, wir werden gleich mal eine Runde drehen mit unserem Moped. Ich denke, wir werden da nach oben fahren. Ich habe eine Karte bekommen. Ich hoffe, ich finde dahin, ohne mich zu verfahren. Und ja, hier drüben sieht man ein schönes Schild von dem Sägewerk. Steirer Wurt habe ich auch noch nie gehört. Also ich war jetzt immer wieder mal zu Besuch bei meinem Vater, aber okay. Wie das Nachlassgericht ja auch geschrieben hat, er hatte ein Forstgebiet. Ja, da müssen wir dann auch mal gucken, wie das so im Zustand ist oder beziehungsweise was da überhaupt gemacht worden ist. Müssen wir mal gucken, vielleicht mal mit dem Mitarbeiter auch sprechen. Ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Wir müssen auch mal gucken, ob es hier irgendwo einen Förster gibt oder irgend sowas Ansässiges, dass wir mal wissen, wie überhaupt so das Ganze war. Vielleicht auch ein Bankberater. Ich sehe, 32.000 hat jetzt der Hof, aber... Ja, wir müssen mal gucken, wie das Ganze, wie der ganze Hof überhaupt im Zustand ist, weil, ja, der ist ja auch schon von 1950 oder so, meinte ich mal, gehört zu haben. Also, ja, doch schon mal auch ein älteres Jahr. Aber, ja, wir müssen mal gucken, wie der ganze Hof so ausschaut. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg machen mit unserem Moped. Wir fahren mal ganz gemütlich den Berg hoch. Die Straße hieß ja Bergmoorstraße, also irgendwo sehr bergig muss das Ganze sein. Jetzt müssen wir eben auf die Karte gucken, die mir gegeben wurden. Ich glaube, wir müssen rechts. Ja, wir gucken mal, wie weit wir ja, kommen, wo wir überhaupt landen. Ja, aber die Gegend ist hier doch sehr schön. Hier schön Gegend am Zell am See in Österreich, in der Nähe von Kitzbühel auch. Also sehr, sehr schöne Gegend hier auf jeden Fall. Ich glaube, Innsbruck ist da auch in der Nähe von. Also sehr, sehr schöne Gegend. Ja, das Ganze soll auf jeden Fall ein neues Projekt werden. Ein kleines Singleplayer-Projekt. Das Ganze soll so ein bisschen einen RP-ähnlichen Charakter sein. Vielleicht gibt es mal ein paar Mitcharaktere oder ich mache das im Single-Dasein. Muss man mal gucken, wie... sich das Ganze so in der Zeit verläuft. Und ja, ich bin echt gespannt, wie euch das Ganze gefallen wird. Ich bin auch gespannt, wie euch der Hof gefallen wird. Ich hatte den jetzt so ein bisschen eingerichtet auch. Und ja, wir werden das Ganze bestreiten hier. Ich denke mal viermal die Woche oder so, habe ich mir gedacht. Uhrzeit weiß ich noch nicht, aber ich denke gegen abends, gegen 6,
7, sowas habe ich mir gedacht, irgendwie so kommen die Videos. Und ja, das Ganze soll so ein bisschen RP-mäßig stattfinden, so ein bisschen so ein kleiner Story-Gedanke auch dahinter. Ich wollte jetzt nicht einfach so auf einen normalen Hof gehen. Ich gebe uns hier Link. Ich wollte nicht auf einen normalen Hof gehen und jetzt einfach sagen, okay, das ist der Hof, wir machen da mal wieder was und fertig. Sondern ich wollte schon ein bisschen Gedanke dahinter haben. Und ja, bin mal echt gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Und ja, es kann sein, dass noch ein paar Mods fehlen. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, ich hatte jetzt auch Autodrive oder so vergessen. Ja, müssen wir mal nochmal gucken, dass ich das hinzufüge, Curseplay oder so. Muss ich mal gucken. Beim Nagelbauer. Ich glaube, das müsste der Hof sein. Briesendorf. Ich glaube, das müsste der Hof sein. Wir gucken mal, ob wir irgendwen finden. Vielleicht einen Mitarbeiter oder so. Was mich wundert, dass er so viele Autos hatte. Oder so viele Autos hat. Der Viehanhänger steht mitten auf dem Hof. Beim Nagelbauer sein Pickup, ja, den kenne ich, aber wem diese Autos gehören, weiß ich nicht. Hat der noch Feriengäste oder so? Weil hier draußen ist auch so ein bisschen Bierzeltgarnitur aufgebaut. Ich glaube, der hat auch irgendwie Feriengäste mal gehabt oder so. Ja, lass uns mal gucken. War jetzt auch schon lange nicht mehr. Biohof, okay. Okay, ja, habe ich auch schon nicht gehört, das ist mir jetzt auch neu. Eine kleine Fortschrittpresse, so ein bisschen Ballenanhänger irgendwie hat er. Ein Pflug, okay, der schaut ein bisschen neuer aus. Ein Güldner, okay. Aber auch schon älteres Semester, ja. Alles sehr kleine Geräte. Ich glaube, die Felder hier oben in der Gegend sind jetzt auch nicht so groß, dass man sagen könnte, ja, wir machen hier riesen Landwirtschaft. Ha! Ja, wie geil. Das ist ja geil. Kleine Wender, kleiner Spader. Das ist ja mega geil, dieses Teil. Oh, da freue ich mich. Also, wenn wir damit was machen können, hier oben schön Ballen stapeln, mega geil. Das ist ja geil. Ich hoffe, das Ding funktioniert auch noch und ist nicht irgendwie schon halb am Rosten. Das schaut wie ein Hühnergehege aus. So wie ich das sehe, ja, müsste ein Hühnergehege sein. Aber auch nichts los. Hatte er zum Schluss weniger Tiere oder so? Ich weiß es ehrlich nicht. Ein paar Reifen liegen mittendrin, aber da liegt noch, ist noch ein Hochweg. Was ist das denn? Holz? Ja, ich denke, wir müssen mal den Hof gründlich aufräumen. Kälber, Iglo mitten im Hühnergehege. Kohl wächst hier noch. Oder Salat. Kopfsalat. Okay. Ja, irgendwie sehr komisch abmutend, aber gut. Der Baum, naja, ist der eingegangen, wo mein Vater gestorben ist, oder? Der hatte, glaube ich, auch schon bessere Tage anmutend. Naja, mal gucken. Vielleicht müssen wir den mal fällen im Winter. Schöner Anhänger, schöner Striegel, aber ich weiß auch nicht, warum er den mitten im Gestrüpp platziert hat. Ich glaube, da müssen wir mal gucken, dass wir den Hof noch so ein bisschen aufräumen. Stimmt, hier oben war ja noch irgendwie so ein Tümpel. Genau, das war irgendwie auch so ein Wassertümpel. Aber ich weiß gar nicht, ob er jetzt da Wasser entnehmen durfte für seine Tiere oder nicht. Aber da müssen wir vielleicht nochmal mit dem Bürgermeister aussprechen. Dass wir das mal wissen. Uff, das ist niedrig. Schaut aber auch nicht mehr fit aus, die Decke. Also, ich krieg da irgendwie Beklemmungen hier drin in dem Stall. Irgendwie, boah, nee, ich will hier raus. Irgendwie ist der sehr nieder und sehr komisch. Naja. Aber für Hühner, denke ich, wird es reichen. Ah, da sind die Kühe. Ein altes Wasserfass hatte er. Da steht noch ein Strautmann. Ich hoffe, den Kühen geht es soweit gut und die haben erstmal zu fressen. Bisschen ein paar Reste liegen wohl noch drinnen. Strommäßig, ja, ein bisschen, aber da fehlt es auch. Ich glaube, wir müssen hier kräftig mal die Tiere versorgen. Ich weiß gar nicht, wann ist denn der Mitarbeiter zuletzt da gewesen? Ist der überhaupt da gewesen?
Jakob Werbel, lauf mal hier weiter. Gott sei Dank haben sie hier die Wiese zum Fressen. Naja, ha, Wiese zum Fressen. Naja, ist auch ein bisschen übertrieben. Ah, der Seilef. Den kenne ich noch von früher. Da sind wir früher hochgefahren, aber der schaut auch nicht mehr so aus, als wäre er im Betrieb. Aber da sind wir früher hochgefahren und so und sind dann Schlitten gefahren und alles Ski. Hier soll wohl ein Silo sein. Mit einem Nistplatz, okay. Das ist ja ein mega Teil, was ist das denn? Teilweise hat er sehr alte Geräte, ich weiß gar nicht, wo er die her hat. Ein schöner Kran, soll der zum Mistladen sein oder was? Oder war der zum Silage? Aber ich denke, der wird zum Mistladen gewesen sein, weil die Mistgrube ist da, Miststreuer hat er. Hier haben wir ein Silo anmutend irgendwie. Da müssen wir echt mal noch gucken, was hier so ist. Also, ja, Weg hört auf, Holz. Salzburger Land, das Milchparadies, nicht schlecht. Ah, einen kleinen Futtermischwagen. 24 Kühe reicht er auf jeden Fall. Ja, da hat er aber mal kräftig investiert, würde ich sagen, in den letzten Jahren, weil so ein großes Güllefass, nicht schlecht. Also, aber ich, ja, je nachdem, wo er seine Felder hat, aber schönes Güllefass. Fliegen, ja, nicht schlecht. Ja, er hat schöne Geräte, muss man sagen, hier auf dem Hof. Also ich finde das gar nicht so schlecht, was er hat. Ist halt alles sehr klein, aber muss man auch gucken, was er für Felder. Ich habe mir die Flächen nur jetzt noch nicht angeguckt, wie auch überhaupt der Bestellstatus ist. Ja, okay, da steht ein Dünger, Saatgut. Hier steht noch ein Mähwerk, ein Mähwerk nur. Hat das 360 oder so? Was ist das denn? Funktioniert der überhaupt noch so? Schaut ja relativ neu aus vom Feller der. Aber warum hier hinten drinnen? Halb eingewachsen. Ja, müssen wir mal ausgraben und gucken. Der eine Wender oder der eine Schwade steht ja oben im Schuppen. Der ist ja eigentlich voll in Ordnung. Okay, ein schöner 3.9er ziehen. Okay. Das Frontlager, ein kleiner Düngerstreuer. Ja, dieser Kontrast dann wieder. Neuerer Schlepper, kleiner Ladewagen. Okay. Ja, das ist schon, ja, nicht schlecht. Aber gut, ja. Mal gucken, wie er mit den Geräten dahinter kommen ist. Ich weiß nicht, war aber 3 Tage am Mähen und ein paar Tage am Spadern. Wir müssen mal gucken. Das Nachlassgericht hatte mir auch eine Karte mitgegeben. Okay. Das ist nicht schlecht. Da ist ordentlich Wiese dabei. Also das Ganze hier runter an dem Kran entlang, an dem Lift entlang. Da irgendwie lang. Wir müssen mal gucken, ob da irgendwie auch ein Zaun ist. Ja, und dann so hoch. Okay, dann war irgendwo noch ein Forst. Ach, der war hier oben. Müssen wir auch irgendwie hoch. Ich habe aber auch nicht wirklich gesehen, dass er Forst-Equipment hat. Und hier drüben, ach ja, hier drüben sind, ist eine BGA. Das sind ein Feld, zwei, genau. Das waren die Feldnummern, was auch das Nachlaufgericht meinte. Irgendwo soll auch noch ein Händler sein, aber ich glaube, der war auch irgendwo in der Nähe, genau hier. Ja, was sagt denn der Felderstatus überhaupt? Muss gepflügt werden. Muss gekalkt werden, okay. Gedüngt. Mhm. Ja, okay. Steht da irgendwas Besonderes drauf? Das ist gepflügt. Das ist im Wachstum. Da ist Gerste drauf. Da ist gar nichts drauf, da ist Weizen drauf. Ist das fertig schon? Ne, das ist ein Wachstum. Und Zuckerrüben. Aha, was wollte er denn mit Zuckerrüben?
Naja, da müssen wir mal gucken, ob wir die wachsen lassen oder ab Feld verkaufen, vielleicht irgendwie der Biogas verkaufen oder so. Müssen wir mal gucken. Ja, ich würde sagen, wir schnappen uns mal irgendwie einen Schlepper und fahren mal zu den Feldern, würde ich sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, der Mitarbeiter, den müssen wir auf jeden Fall noch anrufen. Es war früher morgens, ja, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir schnappen uns den Düngerstreuer mal und machen uns auf den Weg. Wir müssen zwei Felder kalken, da muss ich dann noch beim Landhandel oder so anrufen. Dann muss ich mal drin gucken, ob der irgendwo vielleicht noch ein paar Papiere liegen hat vom Landhandel oder so, Abrechnungen, dass ich da mal anrufen kann. Nehmen wir mal einen mit. Ich denke, einer sollte wohl reichen, erstmal 1000 Liter. Gut, wir machen uns auf den Weg darunter. Dann gucken wir mal, dass wir die Felder gedüngt kriegen. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Hof hier oben, sehr spannende Lage auch, also sehr geile Lage, muss man wirklich sagen. Das Dorf Walchen dort unten. Sehr geile Lage, muss man wirklich sagen. Das Dorf Walchen gibt es in Realität wirklich. Ich habe nachgeguckt, auch die Postleitzahl, wo ich hatte, das ist Realität. Das ist echt geil. Ich habe mir auch die Gegend mal so ein bisschen angeguckt. Sehr bergig, aber auch sehr idyllisch, muss man sagen. Klar, mit den Liften, das stimmt auch. Also die gibt es in Wirklichkeit dort auch. Ja, das Ganze ist gelegen am Zell am See, also auch richtig Tourismus so ein bisschen auch. Ja, sehr schöne Gegend, muss ich sagen. Auch dieses Friesendorf, wo der Nagelbauerhof jetzt oben ist. Das Dorf gibt es auch, ich glaube, ein paar Meter weiter, einen halben Kilometer weiter oder so. Also sehr, 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 sehr schöne Gegend, muss man sagen. Ich denke, wir werden hier doch echt unseren Spaß haben hier und unsere Zeit verbringen können. Was hier natürlich geil gepasst hätte jetzt, ist das alpine Addon, das ja vom für ein LS19 jetzt noch rauskommen soll. Das hätte hier echt wunderbar gepasst, weil das ist natürlich so Sachen drin wie dieser Ebi oder dieses Frontmähwerk, dass man hier einfach so steile Wiesen wie hier mähen kann, gar richtig. Da hätten die Sachen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dazu gepasst. Aber ich werde mal gucken, ob es nicht sowas noch so als Mod gibt, so eine kleine Spielerei. Ich habe gesehen, ich habe jetzt so ein Balkenmäher auch mit reingenommen, so ein Einachser. Mal gucken, ob wir da vielleicht mal was machen oder ob wir vielleicht mal für einen Lift irgendwo was mähen können. So einfach so ein bisschen, müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die Felder jetzt in den Griff kriegen. Dann müssen wir natürlich mit dem Mitarbeiter sprechen mal, was wie der Phase ist oder was auch immer. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ja, wie wir das so machen. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo sind unsere Felder? Eine war bei der BGA. So, mal eben gucken, wo müssen wir denn hin? 94, kommen wir da? 94, die 49, kommen wir da irgendwie hin? Alles noch sehr verwirrend, die Wege hier. Sind wir auch erst gerade angekommen. Da ist die BGA. Kommen wir dann zumindest an die 58 ran? Kommen wir da irgendwie ran, wenn wir so ein bisschen querfeld einfahren wollen? Hier wird frisch gebaut. Eine schöne Baustelle. Mal gucken, was hier noch gebaut wird. Schönes. Ah, hier ist die 58, ja guck. Dann lass uns eben mal hier drüber düngen, dass das Feld auf jeden Fall schon mal gedüngt ist.
Ja, aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, lass gerne einen Kommi da. Schreib gerne Tipps oder Kommentare, Anregungen mal unten rein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin sage ich Tschüss.